Das Sommerhoch Annelie hat die 30-Grad-Marke längst hinter sich gelassen. Deshalb herrscht auch ab sofort auf bayerischen Betonautobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Der Grund? Die akute Gefahr von sogenannten Blow-ups. Das heißt, die Fahrbahn, die kann durch die Hitze plötzlich aufplatzen und sich bis zu einem halben Meter aufwölben. So wie vor 2 Jahren, als ein Motorradfahrer stirbt. Endlich Sommer, endlich warme Temperaturen. Was sich schön anhört, kann auf Autobahnen zu einer tödlichen Gefahr werden. Überall dort, wo Betonplatten verbaut wurden, wird es sehr heiß, besteht die Gefahr von sogenannten Blow-ups. Wenn jetzt dieser Beton, wenn sich da zum Beispiel jetzt zwei Platten, die dehnen sich aus und schieben gegeneinander. Normalerweise müsste das Material diesen Druck aufnehmen können. Wenn aber die Platten eben geschädigt sind oder ein bisschen das Alter erreicht haben oder auch zu dünn sind, dann kann es passieren, dass diese Betonplatten nach oben wegbrechen. Und das ist dann so ein sogenannter Blow-up oder Hitzeschaden. Im Juni 2013 bildet sich solch ein Blow-up völlig unvorhergesehen auf der A93 in Niederbayern. Ein Motorradfahrer kann nicht mehr reagieren und wird regelrecht über die Betonkante katapultiert. Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle. Seit dieser Zeit gilt ein striktes Warnsystem. Ab einer prognostizierten Lufttemperatur von 28 Grad wird eine allgemeine Warnung über den Rundfunk ausgegeben, dass man eben mit besonderer Vorsicht auf diesen Autobahnen unterwegs sein sollte. Motorrädern oder Motorradfahrern ist eigentlich geraten, diese Strecken zu meiden. Und ab einer Lufttemperatur von 30 Grad wird damit 80 km/h beschildert. Doch solche Maßnahmen sind nicht ausreichend. Rund 20% der deutschen Autobahnen sind in einem schlechten Zustand. Etliche davon wurden mit Betonplatten gebaut. Sie können sich zu tickenden Zeitbomben entwickeln. An sich sind die Autobahnen, haben ihre Lebensdauer zum Großteil erreicht. Die sind durch, die sind auch, haben die Lebenszeit überschritten, für die sie damals gebaut worden sind, und müssen eigentlich grundhaft saniert werden. Doch dies ist eine Angelegenheit von vielen Jahren. Deshalb werden nun an vielen Gefahrenstellen die Betonplatten aufgeschnitten und mit Asphalt, einem wesentlich dehnbareren Material, aufgefüllt. Meist in Nachtarbeit, um Stau so gut wie möglich zu vermeiden. Ein aufwendiges Verfahren, aber erfolgreich dort, wo es angewandt wurde. Damit haben wir keine Gefahr mehr nach den Aussagen der Gutachter von Hitzeschäden. Also da gibt es auch keine Warnungen mehr, weil der Bereich ist inzwischen so entspannt, dass dort nach den Aussagen der Gutachter kein Hitzeschaden mehr auftreten kann. Doch auf Dauer werden nur komplette Fahrbahnerneuerungen für wirkliche Sicherheit auf deutschen Autobahnen sorgen.